Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, habe ich mich in mein festliches Gewand geworfen. Okay, es sind Rentierohren und ein Rentiergeweih. Aber es ist sehr festlich. Es ist nämlich heute der 1.12. Und das heißt, wir öffnen das erste Türchen vom Adventskalender. Für mich startet, trotz dass der erste Advent schon war, irgendwie immer so im Dezember erst so die richtige Vorweihnachtszeit. Ich bin ja ein totaler Weihnachtsmensch und ich liebe alles, was mit Weihnachten zu tun hat. Und deshalb war ich sehr, sehr glücklich, dass ich bei dieser tollen Aktion vom Carlsen Verlag teilnehmen darf. Ich habe mich nämlich mit ein paar ganz lieben Bloggermädels zusammengetan und wir machen so ein kleines Carlsen Weihnachtsspecial eigentlich auf Instagram. Es ist so eine kleine Weihnachtstour, in der jeder von uns ein weihnachtlich oder winterlich angehauchtes Buch aus dem Carlsen Verlag vorstellen darf und dazu quasi sich eine lustige Aktion oder lustige Idee ausgesucht hat. Ich habe mir ein Buch ausgesucht, das mich auf mehreren Ebenen persönlich anspricht. Und wenn ich euch den Klappentext gleich vorlese, dann wisst ihr auch, was ich meine. Oder vielleicht seht ihr es auch schon anhand vom Cover. Ich habe mir nämlich Snowy Kisses ausgesucht. Ich wollte den Titel letztes Jahr schon lesen und irgendwie, er ist mir einfach flöten gegangen. Ich habe es einfach verpeilt. Es ist halt einfach passiert. Und dann dachte ich mir so nach Weihnachten, okay, wartest du einfach für nächstes Jahr, dann kannst du mit einem Buch, auf das du dich schon ein Jahr gefreut hast, in die Vorweihnachtszeit starten. Ja, wie man sieht, da ist schon mal der erste Anhaltspunkt, warum das Buch mich so gecatcht hat. Und die Karte habe ich übrigens von der lieben Victoria zugesandt bekommen. Genauso wie diese Charakterkarte. Genauso wie ein paar Christbaumanhänger, die sie, ich denke mal, selbst gehäkelt hat. Den hier finde ich richtig klasse. Also den habe ich hart gefeiert. Und dann hat sie mir noch, hier steht noch eine Kiste, Lebkuchen gemacht oder geschickt. Steht auf Linz Lebkuchen, das ist unsere Protagonistin. Und dann hat sie mir noch Marmeladenkekse gebacken und hinten drauf auch immer schön die Zutaten, damit ich nicht sage, oh, ich bin allergisch und habe es gegessen. Mist. Sie hat mir auch noch ein paar Goodies in eine extra Tüte gepackt. Die darf ich auch an euch verlosen. Also wer gerne diese wunderhübsche Charakterkarte und dieses wunderhübsche Cover und einen dieser lustigen Wichtel sein eigen nennen möchte, der switcht jetzt gerne mal zu Instagram. Dort gibt es nämlich ein Gewinnspiel A vom Carlsen Verlag selbst und ich werde dieses kleine Goodie-Paket noch gesondert davon verlosen. Ja, wir hatten erst eine Verlosung, aber ich finde, in der Weihnachtszeit kann man gar nicht genug verlosen und einfach mal seiner Community Danke sagen. Ich würde euch jetzt auch noch den Klappentext zum Buch vorlesen und dann kommen wir auch schon zu der Aktion, die ich vorbereitet habe bezüglich des Carlsen Weihnachtsspecials. Manchmal ist die Liebe nur eine Tür entfernt. Die 24-jährige Lynn ist Vollzeitautorin und hat einen neuen Auftrag. Sie soll eine Winter Romance schreiben, ein Ding der Unmöglichkeit, wenn einem gerade das Herz gebrochen wurde. Zum Glück erklärt sich ihr süßer Nachbar Aiden dazu bereit, ihr bei einer aberwitzigen Idee zu helfen. Er lädt sie zu romantischen Fake-Dates ein, um sie an das Kribbeln des Verliebtseins zu erinnern. Rein zu Recherchezwecken, versteht sich. Doch nach romantischem Plätzchenbacken, turbulenten Schlittschuhlaufen und knisternden Schneespaziergängen mit Aidens Hund taut Lynns Herz nach und nach ganz unverhofft wieder auf, bis ihr Ex-Freund David auf einmal an ihre Tür klopft. Ich finde, es hört sich richtig, 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 richtig schön an und ich freue mich auch schon sehr auf eure Meinung dazu, wenn ihr das Buch gelesen habt. Aber, so, das war der buchige Teil, der buchige Content des Videos und kommen wir jetzt zu dem nicht buchigen Teil, zu meiner Aktion. Ich habe nämlich Hundekekse gebacken. Ich dachte mir nämlich, in der Vorweihnachtszeit backen wir sämtliche Plätzchen, von Vanillekipferl über Spitzbuben zu Beetmännchen zu, hast du nicht gesehen, aber Aidens Hund, das ist übrigens Salmatina, und Lana waren der Meinung, dass sie auch was wollen. Lana kriegt übrigens jedes Jahr ihre eigene Dose mit eigenen Weihnachtsplätzchen, weil ich, ja,
denke, sie ist genauso ein Familienmitglied wie ich auch und wie meine Tochter auch. Deshalb hat sie auch eigene Kekse verdient. Und da ich meinen Worten gerne Taten folgen lasse, habe ich mich in die Küche gestellt und habe euch das Ganze abgefilmt. Und wie die Plätzchen funktionieren, was ihr dafür braucht, seht ihr einmal in der Infobox und jetzt im folgenden Video. Für unsere Hundeplätzchen brauchen wir ein Backblech oder ein Gitter mit Backpapier, eine Schüssel, 125 Gramm Leberwurst, 250 Gramm Haferflocken und 3 Eier. Es ist wirklich ein super leichtes Rezept. Wir nehmen jetzt einfach unsere Zutaten, geben die alle in die Schüssel und vermengen das Ganze mit unseren Händen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass das Ganze noch zu feucht und schlotzig ist, dann macht ihr einfach noch ein paar Haferflocken dazu. Im Rezept stehen 3 Eier, aber es kommt halt auch immer auf deren Größe an. Und wenn die ein bisschen größer sind, dann braucht es einfach ein bisschen mehr Haferflocken. Wenn die Masse jetzt gut vermengt ist, dann nehmt ihr euch immer ungefähr ja, so eine Größe, rollt die zu einer Kugel. Die Leckerchen werden nach dem Backen nicht hart, also es sind weiche Kugeln. Das heißt, auch wenn ihr größere Kugeln rollt, könnt ihr die einfach, wenn die gebacken sind, in der Mitte durchreißen. War das nicht eines der einfachsten Rezepte, das ihr jemals gesehen habt? Ich schätze schon. Ich werde Lana jetzt noch ein, zwei geben. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Start in die Weihnachtszeit. Wer möchte, darf natürlich gerne bei unserem Carlsen Weihnachtsspecial zuschauen, mitmachen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, also switcht jetzt einfach mal zu Instagram und kommentiert einfach unter einem unserer Beiträge und schon landet ihr im Lostopf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!